Da noch einer? Ja, tatsächlich. Und nur er. Aber die kommt auch noch. Vielleicht hier? Nee, oder hier? Hier die Kühlschränke hin? Kriegen wir drei Kühlschränke ineinander? Ich glaube nicht. Vielleicht einen eigenen Kühlschrank für... Ach, ich weiß auch noch nicht. So, sie ist die letzte, ne? Nee, der ist auch noch da. Kommt der hier nochmal rein? Mal gucken, ob er abbiegt. Und er biegt nicht ab. Warte, sie versteckt hier keine mehr irgendwo, ne? Nö. Dann, zack. Nee. Einer hat zu wenig Wechselgeld, das war's. Stimmt. Ich hatte ihm nur 60 gegeben. Salz und Erdnussbutter muss ich mir angucken. Salz. Oh, 2,50. Erdnussbutter. Wo habe ich denn die jetzt? Da. 4,80 draus. So. Und dann gucken wir mal, wie machen wir es denn am Blödsinn? Ich stelle erstmal die Regale zur Seite. Ich meine, das hat natürlich auch was, aber ist egal. Da reden wir nicht drüber. So, zack, machen wir mal den Kühlschrank. Schon eher noch was aus. Warte mal, kann ich mir noch. Gott, was ist denn los? Verwaltung. Nee, Quatsch. Möbel. Möbel. Kühlschrank. Und ein Gefrierschrank. Was kommt denn als nächstes bei den Produkten? Verwaltung. Lizenzen. Soda, Milch, Apfel. Oder so, also Getränke, ganz viele Getränke. Und hier nachher die Retro hin, war. Mm-hmm.
Das war schon so schon besser, oder? Wir machen ihn hier hin. Der kann hier nachher die Gefriertruhe hin, wa? Ja doch, das gefällt mir. Wir brauchen zwei Öl. Für den Schrank könnten wir theoretisch. Ach komm, wir machen einfach mal. Ach Quatsch, das. Für den Schrank. Ich kaufe mal von jedem für den Schrank hier von jedem zwei. Käse. So. Schauen wir mal. Käse. Ich glaube, ich einer soweit. Womit machen wir den dritten Schrank voll? Das ist die Frage aller Fragen. Ein Schrank Wasser, ein Schrank Milch oder was? Wie sieht's aus? Ich brauche noch dreimal Wasser, zweimal Milch. Ach Mensch, wie immer hier hin. Dreimal Wasser, zwei Milch. Zumindest erstmal dafür. Insgesamt brauchen wir, tun wir noch ein bisschen mehr. Brauchen wir noch einen Käse? Nee, ne? Obwohl. Nee, nee, noch nicht. Hier brauchen wir nichts, hier brauchen wir auch nichts. Vielleicht einmal Reis. Reis, Susu, Mehl. Mehl zweimal. Susu und Mehl zweimal. Reis zweimal. Toast zweimal, Nudeln zweimal. Was ist das Mehl? Ich weiß schon gar nicht mehr. Jetzt habe ich wieder alles vergessen. Nudeln, Mehl, Toast, Susu und Smarty. Könnt ihr mal gucken, dass ich mir schon mal. Zack. Ich hab doch nicht bestellt, ne?
bisschen zu Nudeln und sowas. Das habe ich jetzt mal vor. Aber so. Spaghetti. So, Öl zu Öl. Dann auch so einen kleinen Kackkarton. Haben wir da einen von? Tatsächlich ja, von dem Reis. Mehr Öl haben wir nicht. Nur noch zweimal Öl. Mehl zu Mehl, haben wir gesagt. Das heißt, Susu muss weg. Hätte ich mal den Karton nicht verkauft. Ne, das ist Susu selber. Das ist nochmal Susu. Chokipi können wir nochmal gebrauchen. Chokipik. Was auch immer. Können wir nämlich das Mehl. Nee, das Susu so. Susu nehmen wir raus. Und Mehl. Susu kommt dann hier zu dem Chokipik. So, es gibt noch mehr Susu. Der Toast. Kommt dann gleich zum Mehl. Nee, zum Salz. Eigentlich müsste man Zucker zu sagen. Ach, egal. Muss nicht übertreiben. Jetzt brauchen wir noch zwei Öl, Supreme Meal, das war's, zwei Öl, zwei Supreme Meal, nee, ein Supreme Meal ist rum und einmal Nudeln. Jetzt schon mal nehmen wir auf, zack.
Preise haben wir angepasst. Habe ich sonst was vergessen? Nö, eigentlich nicht. Geht die Musik schon vorne los? Nein. Bin mir nicht ganz sicher. Ich mache einfach mal eine neue Playlist an, würde ich sagen. Wie sieht's denn? Ich will ja nicht einschlafen. Wie sieht's damit aus? Wird schon passen. Ist ja egal, Hauptsache es läuft irgendwas mit dem Grund. Das ist unser Fahrrad eigentlich? Nee, ne? Sag mal, was ist denn das für ein Fahrradsattel? Ich hinterfrag's nicht. Das wird schon stimmen. Hat's geklingelt? Nein, hat's noch nicht. Noch kein Kunde da. Jetzt hat's geklingelt. Zack. Passend, sehr schön. Ja doch, so von hier so der Ausblick. Gefällt mir. Das gefällt mir vor allem. So mit dem Abstand noch nicht ganz so schön. Ich wünschte, man hätte noch Dekoration oder sowas, noch eine Blume oder sowas dazwischen stellen könnte, aber passt schon. Jeder, der hier nicht einkaufen kommt, ist ganz schön doof. Das ist so ein super Laden. Und zack, zack. Der wieder mit einem Toast hier, weißt du. So ein. Gut, ich meine, wenn wir einen Anzug kaufen, ne, dann bleibt nicht mehr viel für Essen und Trinken übrig. So, das Ei werden wir schon mal los. Moment, Euro 10. Das war die. Hier auch nicht los. Fehlt noch eine. Die Nudeln sind bloß. Das war eine gute Idee hier. Am besten wäre eigentlich noch ein vierter Kühlschrank und dann für jedes Produkt einen Kühlschrank. Aber ich glaube, mit der nächsten Produktlizenz kommen auch wieder neue Produkte dazu. Deswegen würde ich die jetzt immer soweit eine Seite leer laufen lassen, die andere Seite voll machen immer wieder. Also zack, machen wir die linke Seite, machen wir wieder voll. Und die andere Seite lasse ich aus, hier ist noch eine Milch. War's, ne? Ja. Dass wir danach, wenn wir neue Produkte haben, wieder Hälfte machen können.
sinke die ganze Zeit wieder runter. Es ist gerade sitzen. Nicht so mein Ding heute. Egal. Ich werde es überleben, wir brauchen Kaffee. Dreimal Kaffee. Besten viermal. Moment, ich brauche Kaffee. Und dieses. Alles weg. Kaffee. Kaffee ist so teuer. 35, 20. $48.70. Ich wünsche, die mit der Karte zahlen, wird selber machen. Das ist. Oder eine Selbstbedienungskasse wäre auch schön. Und noch geht's ja. Noch ging es alleine hin. Und ich glaube, der Kassierer ist eh so langsam, dass sich das immer nicht lohnt. Zu wenden, dann bräuchten wir wahrscheinlich zwei Kassen. Weil sonst sind die Kassen immer voll. Da kommt keine mehr. Hier kommt noch eine. Ne, war es auch schon. Und der letzte. Jo, ich glaube, nachbestellen brauche ich gar nichts. $36.90. Und das war der letzte. 40 Kunden hatten wir. Keine Beschwerden, kein gar nichts. 50 Euro plus. Öl und Wasser muss ich mir angucken. Nur 2,80. Und das Lispizöl. Oh, 5,20. Dann haben wir hier 3,72 Profit. So, einmal die linke Seite Wasser. Zack. Kaffee, alles schick. So, vielleicht einmal Salz, einmal das neue Öl und ansonsten reicht das eigentlich. Produkte, zack. Neue Öl, neue Salz, 50 Euro, zack, und das reicht für den Tag. Und das sollte für den Tag reichen. Ich überlege mir tatsächlich, einfach aus Faulheit das Lager zu holen und davon jedem Ding einen leeren Karton zum Umräumen immer nachher nehmen, weil das Umräumen vor allem sehr lange gedauert, finde ich. Aber wahrscheinlich wird das ein bisschen Arbeitsaufwand, viel zu viel Geld. Ich öffne den Laden und öffne gleich wieder die Kasse. Ich habe gleich nach Käse und Eiern geguckt. Aber da sieht es schick aus. Noch alles. Alles da. Hier hatte ich nichts mehr übrig, ne? Nee. Scheint
scheint wohl noch bis hier hinten hinzugehen, also nur das rote Gebäude. Also 1, 2, 3, 4, 5 und dann wird es wahrscheinlich nach hinten erweitert werden. Oder vielleicht nachher auch irgendwann hier hinten rum, hinterm Lager rum. Hm. Ob hier nochmal. Also immer nur Fensterfront bleibt. Ich hätte eigentlich ganz gerne nochmal einen zweiten Eingang oder so. Vielleicht auf der anderen Seite einen zweiten Eingang, dass man da eine Kasse, hier eine Kasse macht. Hinten eine kassiert und hier kann ich mich selber hinsetzen, falls es dann zu voll ist. Hm. Naja, mal sehen. Bis wir uns so weit erweitert haben mit 20 Bauern. €19. Zack. Hä? Ach, 19,90. Entschuldigung. Ich hab, bin abgelenkt gewesen. Hab ich Zeit geguckt. 44, 60. Zack. Ich dachte gerade, das ist broken und er stellt sich nicht an, aber die andere hat er vorgelassen. Er ist ja so ein Gentleman. 25, 30. Mal so eine Leiter hoch oder so. Und mich rausglitschen irgendwo. Ja, ich bin unterwegs. Ich komm. (45, 20). Zweimal Elfenfutter, nur was soll das denn? Hier ist noch da. Hier sowieso. Nudeln. Öl. Mehl. Okay. Aber das wird für den Tag noch reichen, glaube ich. Ich würde ja ganz gerne mal, wenn wir so ein Wechselgeld von 100 Euro oder sowas haben, nur so 10, 1 Cent oder so geben. Das würde ja funktionieren, man kann ja weniger Wechselgeld geben. Ich meine, es gibt nur Supermarktpunkte weniger, die man halt auch mit 2-3 Kunden wieder drin hat. Hat dafür aber 80 Euro oder 90 Euro oder mehr. Also könnte man sich mal überlegen, die Kunden hier vom Tisch zu ziehen. Aber so sind wir ja nicht, ne? Wir sind nicht so. Oder ich bin nicht so.